Hey Liz, du sag mal, ich habe mitbekommen, dass du die Nacht ganz oft aufgestanden bist. Geht's dir gut oder ist irgendwas los? Oh, Merle, ey, frag nicht, ganz ehrlich, ich musste mich die ganze Nacht übergeben und ich habe so starke Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Ich glaube, ich habe mir eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Ja, komm mir am besten nicht zu nah. Nee, okay, dann halte ich ein bisschen Abstand. Soll ich mal in die Apotheke gehen? Brauchst du irgendwas gegen Schmerzen oder gegen diesen Brechreiz oder so? Oder willst du zum Arzt gehen? Irgendwas? Kann ich irgendwas für dich tun? Oh, Merle, das ist lieb von dir. Ich brauche aber wirklich einfach nur Ruhe, glaub. Aber wenn du in die Apotheke fährst, das wäre voll nett. Also vielleicht kannst du die Apothekerin fragen, ob sie irgendwas gegen Übelkeit und Krämpfe hat oder so. Und oh, sag bitte auch Sam Bescheid, dass er nicht mir zu nahe tritt. Liz, pass auf, du machst jetzt überhaupt gar keine Gedanken drum. Ich gehe zur Apotheke, ich gebe auch Sam Bescheid. Aber ich glaube, der hat sein Vorstellungsgespräch. Das heißt, der wird irgendwo unterwegs sein und hier nicht reinkommen, hoffe ich. Sam? Ja? Hey. Kann ich dir helfen? Ich bin schon in der Tür. Ja, ich wollte... Stopp, warte kurz. Ich will dir kurz was vorsprechen, okay? Also für mein Vorstellungsgespräch heute. Nur zuhören. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Sam. Ich bin der perfekte Mann für diesen Job. Denn meine Qualifikation werden Sie kein zweites Mal auf dieser Welt finden. Also stellen Sie mich ein. Und, was sagst du? Ist doch perfekt, oder? Also so bekomme ich den Job auf jeden Fall. Weil ich brauche diesen Job. Für dein Vorstellungsgespräch? Ja, für mein Vorstellungsgespräch. Also wollte ich reinkommen, weißt du? Dass Sie direkt einen guten Eindruck von mir haben. Nee, du Sam, lass mich. Also ich finde es nicht schlecht. Aber erstens klingt es noch ein bisschen auswendig gelernt und zweitens... Es ist auch auswendig gelernt. Ja, antworte vielleicht einfach auf die Fragen oder so. Ich wollte aber eigentlich... Ja, aber das ist so schwer, immer auf die Fragen antworten. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit so einen Monolog führen, dass sie eigentlich gar nichts sagen können. Ich will dir was anderes erzählen. Ja, was denn? Also, pass auf. Geh heute vielleicht nicht zu Liz, weil... Sag jetzt nicht, Dennis ist da oder Nein, so. Liz ist krank. Mit dem zusammen. Nein, Liz ist krank. Sie hat eine Magen... Das ist krank. Sie hat... Also, ihr ist schlecht und Was ist schlecht? Und so. Ist sie krank? Ja. Also sie hat... Ich glaube, sie hat Magen-Darm-Grippe. Also alles ganz... Ist das dein Ernst? Ja, also geh bitte Okay, ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber ich wollte sie eigentlich noch ein, zwei Sachen fragen, weil ich meine, sie kennt sich so mit Vorstellungsgesprächen eigentlich gut aus. Aber ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Okay, gehst du zur Apotheke und holst ja, dir ein paar Sachen? Ja, ich gehe zur Apotheke. Gut, okay. Brauchst du auch noch irgendwas? Ja, ich vielleicht bräuchte, vielleicht noch ein paar Tipps, ne? So, ich bin nicht nervös, mir geht's gut. Also, lass mich in Ruhe. Ich übe jetzt noch ein bisschen. Ja gut, dann kann ich den anderen Satz auch löschen. Mit Stärken und Schwächen. Ja, vielleicht hat ja Merle recht. Also vielleicht sollte ich einfach nur auf die Fragen antworten. Aber Liz kennt sich damit eigentlich ganz gut aus. Ja, gut, ich halte Abstand. Also, als ob ich direkt krank werde. Ich glaube, ich habe mich bei Dennis angesteckt. Das kommt bestimmt von dem. Mir ging es den letzten Abend schon nicht gut. Oh. Liz? Kann ich rein oder ist das zu nah für dich? Also, da kann ich mich doch nicht anstecken jetzt, oder? Oh, Sam, ich bin kein Arzt. Keine Ahnung, ob du dich anstecken kannst, aber ich brauche gerade echt Ruhe. Mir geht's nicht gut. Ist auch nur ganz kurz. Ich glaube, in der Zeit kann auch nichts passieren. Also, es geht ja darum. Ich habe ein Vorstellungsgespräch und... Boah, du hast wirklich Blähung, oder? Also, wie es hier stinkt. Ich muss mich konzentrieren. Also, folgende Sache. Ich habe ja heute mein Vorstellungsgespräch und ich meine, du hast ja auch schon das ein oder andere Vorstellungsgespräch geführt. Von beiden Seiten. Und worauf kommt es denn da an? Kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Dann schreibe ich das auf, damit ich heute wirklich gar nicht, also wirklich gar nichts vermasseln kann. Bitte. Ach, Sam, du, ich will dir helfen, aber das passt mir gerade echt nicht. Du hättest mich doch gestern fragen können und nicht immer auf dem letzten Drücker. Ja, keine Ahnung. Nur weil du hier die ganze Zeit pupst und furzt, kannst du mir jetzt nicht antworten, oder? Sam, ich bin krank. Mir geht's nicht gut. Bleib einfach du selbst und antworte das, was du denkst. Das habe ich eben bei Merle gemacht. Und was hat sie gesagt? Ja, nee, ist nicht gut, weil es wirkt so auswendig gelernt und so. Aber ich muss das auswendig lernen, weil sonst weiß ich nicht, was ich antworten soll. Und ich brauche diesen Job, weil er ist cool, er macht Spaß und ich brauche das Geld. Weißt du, du bist doch viel zu nah. Am Ende stecke ich dich noch an. Und das Beste ist, du gehst jetzt einfach raus und... guck dir einfach YouTube-Videos an. Da gibt's so viel, was du... Und auch allgemein bei Google und sowas. Also guck einfach da. Ja, danke. Super. Das hilft mir so richtig. Bleib einfach du selbst. Also, es tut mir leid, aber könnt ihr mir nicht einfach mal Tipps geben? Ha? Ich meine, du bist krank, okay. Ja, du hast Blähungen und musst oft aufs Klo und so. Hast Kopfschmerzen. Aber trotzdem, einfach nur ein paar Minuten. Mal Zeit für mich. Aber nein, wir müssen Zeit für Liz haben. Danke. Gute Besserung. Oh, Sam, so war das nicht gemeint. Oh.
dass man sich hier noch schlecht fühlen muss, wenn man krank ist. Oh Mann. Hi Merle. Schon her? Wolltest du nicht die Medikamente holen? Ja, die habe ich bestellt, die kommen heute Mittag. Die haben es nicht mehr. Wo kommst du her? Von Liz. Von Liz? Ja. Was wolltest du denn bei Liz? Ja, ich habe gesagt, du sollst sie nicht nerven. Ja, und ich habe sie nur kurz gefragt, ob ich ein paar Tipps für ein Vorstellungsgespräch bekommen kann. Ich habe dir doch gesagt, dass sie dir nicht helfen kann. Sie ist krank. Ach komm, übertreib mal nicht. Nee, sie krank. Nee, übertreib mal nicht, Sam. Sie liegt da und... Geh jetzt rüber in dein Zimmer und lernst du dein Vorstellungsgespräch und geh nicht Liz auf die Nerven. Ich gehe ihr nicht auf die Nerven. Sie wollte mir nicht helfen. Ich meine, sie hätte mir ein, zwei Sachen. Und dann kommt wieder so ein Kommentar. Sei einfach du selbst. Also ganz ehrlich, ihr helft mir gar nicht. Weißt du was? Sei einfach nicht du selbst. Das ist, glaube ich, einfach besser so. Hey, Listo, es tut mir wirklich leid. Ich kann mir vorstellen, wie schlecht es dir geht. Und dann kommt Sam noch hier rein. Ich hätte ihn vielleicht einfach einsperren sollen. Und noch eine schlechte Nachricht. Die Medikamente kommen erst heute Nachmittag. Also ich habe sie jetzt bestellt, aber die kommen zu spät erst. Ja, an. Die bringen sie dafür dann aber auch hierher, okay? Merle, das ist lieb von dir. Vielen Dank. Mir reichen vielleicht auch ein paar Salzstangen und Cola und Zwieback oder so. Einfach, damit sich das ein bisschen beruhigt. Ich will nicht mehr aufs Klo. Ja, ich glaube, das haben wir sogar alles noch da im Schrank, glaube ich. Ich schaue gerade mal nach und du ruh dich einfach aus. Danke, Merle. Und ich hoffe, Sam ist nicht sauer. Ich würde ihm echt gern helfen, aber mir geht's echt nicht gut. Sam, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn dich heute jemand nicht mehr nerven wird, dann ist das Sam dafür. Sorry. So. Ja, toll. Ich mache wieder überhaupt gar nichts. Wirklich gar nichts. Keine Salzstangen, kein Zwieback, kein Cola. Sam! Was will die denn jetzt schon wieder? Sam! Was? Was denn hier? Ja, was mache ich? Ich habe jetzt auch voll die Bauchschmerzen. Und deswegen Liz. Oh, ja, so schnell geht das nicht. Du wirst wahrscheinlich einfach nervös sein. Ich war auch schon auf Klo. Ja? Also. Ja, du bist wahrscheinlich einfach nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Warum sollte ich nervös sein? Nur weil ihr mich unsicher gemacht habt? Nein. Ich brauche Salzstangen, Cola und Zwieback. Jetzt hat mich Liz sogar krank gemacht. Jetzt hat mich Liz sogar krank gemacht. Ob du das auch gegessen hast. Sam! Danke, Liz. Danke. Vielen Dank. Jetzt bin ich auch krank. Jetzt muss ich auch die ganze Zeit auf Klo. Ich habe voll die Bauchschmerzen und mir ist voll übel. Ich habe Kopfschmerzen und alles wegen dir. Danke. Oh, Sam? Was? Wie? Das geht doch gar nicht. So schnell kann man sich doch nicht anstecken. Oh Mann. Oh, das tut mir leid. Sam. Sam! Junger Mann! Stehen geblieben. Du gehst Liz heute nicht mehr auf die Nerven. Ich sag es dir. Ab in dein Zimmer jetzt. Liz, es tut mir wirklich leid, dass der dich so nervt die ganze Zeit. Wie geht's dir denn? Warte, ich setze mich mal hin. Ja, wie soll es mir gehen? Mir geht's gar nicht gut. Mir tut das jetzt gerade voll leid. Das ist Sam jetzt so und... Nein! Nein, nein. Nein, nein. Du machst dir überhaupt keine Sorgen um Sam. Lass den einfach in Ruhe. Der ist einfach schon wieder voll in seinem Film drin. Du kennst ihn doch. Ja, aber weißt du, mir geht's so schon schlecht. Und jetzt macht er mich noch kopfkrank. Und oh Leg Gott, dich hin. Ich glaube, ich Leg muss dich hin. Gerade kannst du dich überhaupt nicht... Oh. Boah, Sam macht mich auch schon krank mit seinem Verhalten. Das gibt's doch einfach nicht. Kann er nicht einfach mal zu seinem blöden Vorstellungsgespräch gehen und Liz einfach in Ruhe gesund werden lassen? Nee. Woher kommt das denn jetzt? Ja, natürlich von Liz. Oh, ich habe so Bauchschmerzen, mir ist so übel und... Natürlich muss ich jetzt zum Vorstellungsgespräch, aber jetzt passt mir das gar nicht. Ich konnte mich gar nicht richtig vorbereiten und... Ich habe so Bauchschmerzen und mir ist so übel. Und ich weiß nicht, ich ziehe mich jetzt um. Ich glaube, ich entschuldige mich noch mal besser. Hey. Oh, oh. Ah, alles. Komm mir nicht zu nah. Nein, du, ich wollte mich noch mal entschuldigen. Das mir geht sowieso schon super schlecht. Also, jetzt ist sowieso zu spät. Ja, aber es mir ist auch richtig schlecht. Das ist bestimmt die Aufregung. Nein, ist es nicht. Warum sollte ich aufgeregt sein? Ja. Und aber du packst das. Ich glaube an dich. Du bleib einfach du selbst. Und, Ja, danke. Ich wünsche dir viel Glück. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Ich weiß zwar nicht wo, ich hoffe nicht beim Vorstellungsgespräch. Du packst das. Oh, hoffentlich bekommt er den Job. Bin ich hier richtig für das Vorstellungsgespräch? Ja. Boah, ist mir schlecht. Soll ich mich setzen? Ja, ich müsste eigentlich noch... Egal. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja, ich bin der Sam. Ja, stellen Sie sich ruhig vor. Oh,
Oh, ich werde das nicht aushalten. Oh, mir ist so schlecht. Ich weiß nicht. Also, ich müsste eigentlich auf Klo, aber auch irgendwie nicht. Und irgendwie kommt mir alles hoch. Und was erzählen die hier überhaupt? Und oh, ich werde das nicht schaffen. Ich glaube, ich muss mich übergeben und... Was? Und Liz, wie geht's dir mittlerweile so? Eigentlich schon besser. Also die Tropfen haben echt gut geholfen. Aber ich mache mir gerade so Gedanken um Sam. Ich hoffe, er hat den Job bekommen. Nee, also ganz ehrlich, das ist mir sowas von vollkommen egal, was der schon wieder abgezogen hat. Vorhin, das ging ja mal wieder gar nicht. Nein, hat's ja nicht böse gemeint. Er wollte halt nur Hilfe, ne? Du weißt, wie er ist. Ja, du, aber ruh du dich jetzt erstmal aus und... Sam wird's schon irgendwie regeln. Hoffentlich. Ach, Merle, Liz, ihr seid beide hier. Mir geht's besser und ich hab deinen Job. Es war wirklich die Nervosität. Also es hatte nichts mit dir zu tun, Liz. Also ich wusste es doch. Mir war einfach nur schlecht, weil ich dachte, ich bekomme diesen Job nicht. Aber ich hab ihn bekommen und ich wusste es doch. Ich bin super. Ja, super, ich freue mich für dich. Glückwunsch. Toll, ja. Du, Sam, ist schön für dich. Was hast du eigentlich gedacht, was das ist? Natürlich war das deine Nervosität und keine Magen-Darm-Grippe. So schnell geht das doch überhaupt nicht. Hast du noch nie eine Klausur oder eine Arbeit geschrieben? Du, der meint, sei nicht so streng zu ihm. Doch, doch, bin ich. Ich erwarte, dass du dich bei Liz entschuldigst. Das ging gerade überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Ach, Quatsch. Merle, wieso lass ich denn entschuldigen? Ja, dass er dich einfach damit die ganze Zeit nervt, obwohl du krank bist. Das geht nicht, Sam. Ja, ist okay, Merle, ist okay. Liz, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, weil... Aber ich dachte wirklich, mir ist schlecht und so, weil ich musste mich fast übergeben. Und ich war kurz vorher da. Okay, es wäre auch meine Schuld gewesen, weil ich sollte eigentlich nicht zu dir. Aber trotzdem, ja gut, es tut mir leid, Merle. Es tut mir leid, Liz. Also, ich hätte das nicht so kommunizieren sollen und ich hab den Job. Freut euch doch mal. Alles gut, Sam, ist schon in Ordnung. Ja, es ist okay. Was ist das überhaupt für ein Job? Du hast überhaupt nichts erzählt. Was machst du jetzt eigentlich? Also, so ganz verstanden habe ich das auch noch nicht, welchen Job ich da machen soll, aber es ist irgendein Job und es gibt gut Geld dafür und... Oh Gott, jetzt habe ich ihm schon angesteckt. Oh, ganz ehrlich, er hat's ein bisschen verdient. Wir haben ja noch Medizin da. Oh. Ja, dann pass auf, dass du dich nicht auch noch ansteckst.